erstmal, meine Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Der Penzo ist zurück auf der Mesterade Vierfach-Map. Und heute haben wir den Auftrag, Raps zu sehen auf dem Feld, das wir schon bearbeitet haben. Im letzten Video habt ihr gesehen, wie ich das Feld angefangen habe zu grubbern. Das habe ich noch zu Ende geführt. Und im Stream neulich habe ich dann schon ein bisschen weitergearbeitet und habe das Feld gekalkt. So, und ein paar andere Dinge auch noch gemacht. Und heute müssen wir jetzt mal gucken, dass wir Raps hier angesät bekommen. Das soll nämlich jetzt erstmal in Schwung gebracht werden. Ich habe noch keine Tiere weiter gekauft. Das geht alles demnächst los. Mal schauen, wie wir das alles gewuppt kriegen. Es ist halt, wie gesagt, einiges zu tun. Wie gerade jetzt erstmal einen Gang zu bekommen. Ihr seht, ich habe immer noch massig viel Kohle auf dem Konto, um die Karte hier jetzt erstmal so auszustatten, wie ich sie haben möchte. Das ist alles noch so ein bisschen ganz entspannt auf Anfang. Und wir gucken jetzt erstmal, dass wir hier einen schicken Start hingelegt bekommen. So, fix bremsen. Viel zu schnell am Acker unterwegs. Irgendwas schiebt da über die Vorderachse. Das muss die Trille sein. Gleich nochmal. Wirklich weiter zur Mitte rüberfahren, denke ich. Gucken wir uns das Ganze jetzt erstmal von draußen an. Wir haben hier, glaube ich, 12 Meter. Das ist eine Menge. Mal gucken, wie breit wir damit werden. Ist auf jeden Fall sehr schön gemacht. Aber wir stehen ja schon boah, gar nicht mal so schlecht. Ne? Jetzt gucke ich mal, dass ich erstmal damit können wir absenken und heben. Okay. Dann versuche ich jetzt erstmal in Position zu kommen. Hier erstmal die hinterste Ecke auf jeden Fall möglichst abgedeckt haben. Ist ja immer so ein bisschen schwierig mit angehängten Drillen. Finde ich zumindest. Das ist wie mit dem Drehschirm rückwärts fahren. Das ist auch nicht so meins. Auf jeden Fall wollen wir den jetzt heute erstmal hier in Schwung bringen. Und dann gucken wir mal, dass wir da den Helfer sonst einsetzen. Müssen wir einmal ein bisschen weiter zurückstoppen. So. Und dass der Helfer dann weitermacht. Ich hoffe, der macht uns keine Schande. So, wir schalten das Timer ein. So. Jetzt hier schön am Rand entlangfahren erstmal, um diesen Keil aufzufüllen. Sind wir, glaube ich, ganz gut. Ich habe mit der Drille noch nicht gearbeitet, deswegen sehen wir das bitte nach, weil wir hier jetzt so ein bisschen in die Ecken fahren müssen und ein bisschen mehr rumjonglieren. Auf jeden Fall solltet ihr gucken, dass ihr meinen Twitch-Kanal abonniert, damit ihr da halt eben neben den Videos dann auch die Streams nicht verpasst. Denn wir werden hier in den Videos nicht chronologisch vorgehen können, wenn ich zwischendurch auf der Karte streame. Ups, dann sind halt immer irgendwelche Sachen schon mal passiert. Und wenn ihr die mit nachverfolgen wollt, dann solltet ihr natürlich den Kanal auch abonnieren auf Twitch bzw. die YouTube-Streams dann auch euch an. Ich werde nämlich versuchen, auf beiden Kanälen zu streamen. Das hat neulich Abend auch geklappt. Das war eigentlich ganz gut. Na, jetzt muss ich mal gucken. Ich wollte ja eigentlich erstmal da oben die Ecke gerade ziehen. Dann nehme ich mal den VCA-Mod jetzt eben einmal mit dazu.
Das ziehen wir dann gleich gerade. Also mit so einem Keil natürlich nicht einfach. Muss erstmal zumindest so ein klein wenig die Ecken sauber ausmalen, sozusagen. Sauber ausdrillen. Ja, heute ist die Kamera an. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Sushi hier rüber. Ist aber auch ein Ende, ne? Muss man ja echt mal sagen. So, Hände vom Steuer. Jetzt lassen wir ihn erstmal ein bisschen ziehen. Überlappen natürlich jetzt ein klein wenig. Teilbreiten hat die Maschine offensichtlich nicht. Und irgendwie. Und jetzt hat er die Spur. Okay. Ich drehe nochmal um. Das gefällt mir nicht. Ist er irgendwie aus dem Ruder gelaufen. Da muss der Bauer noch eine Ehrenrunde einlegen. Das kann nicht wahr sein. Genau, ich wollte ja eigentlich hier gerade ziehen. So. Erstmal alles einstellen hier. Und den anderen kriegen wir auch gleich. Das soll nicht das Problem sein. Es läuft. Das Lenkrad gerade drehen, damit er nicht pendelt. Und dann haben wir es. So, jetzt wird das Ganze ein bisschen entspannter. Wollte sie hier rumdrehen. Wahrscheinlich ein breites Vorgewende werden. Muss ich mal gucken. Das muss ich erstmal einspielen mit der Maschine. Das wird. So, und sobald ich jetzt hier die Fläche gerade habe, werde ich den Helfer mal aktivieren, damit wir hier noch ein bisschen Action auf die Karte bekommen. Dann werden wir den 926 mal nehmen und auf die erste Weide fahren und mal gucken, dass wir da ein bisschen Gras mähen. Dann kann er sich hier austoben, uns den Raps ansehen, schön. Wir gehen in den Abschnitt. Ja, haben wir gedacht, dass das knapp wird. Das ist halt beim Umdrehen jetzt das Problem. Ne? Wenn man einfach weiterfährt, dann haben wir so kleine Keile drin, die man nachher nochmal ausdrillen muss. Aber bei der Breite sollte das mit dem Vorgewende auch kein Problem sein. Das wird schon. Ich fahre jetzt noch einmal bis zum Ende. Und dann satteln wir den 926. Dann muss der 936 hier erstmal alleine weiterarbeiten. Und mal kurz ein Thumbnail machen. Für die Nachwelt festhalten. So.
Dann lassen wir ihn mal laufen, ne? Mal gucken, dass er das hinkriegt. Okay, wir gehen zum 926, wie versprochen. Der steht da drüben. Mal gucken, ob hier die Tür zuzumachen ist. Wolf muss gleich nochmal raus, deswegen lassen wir das einmal. Sagen wir das Lenkrad. Dann müssen wir erstmal. Kurz gucken, habe ich ein Gewicht vorne drin eigentlich? Ja, habe ich. Das muss ich dann einmal abstellen. Da noch keinen Platz für. Ne? Zumindest nicht so richtig. Aber mal gucken, dass wir da noch einen Platz finden. Vorbeigefahren. Wir müssen nämlich jetzt erstmal gucken, dass wir den Bänder hier rauskriegen. Der steht gerade ein bisschen im Weg. War mir klar, dass der im Weg steht, als ich das reingebaut habe. Wie das so oftmals ist. Muss man den Eimer ein bisschen umsortieren. Ist aber auch kein Ups. Ich hätte beinahe gesagt, das ist kein Problem. Das ist scheinbar drauf. So. Da haben wir das Pöttinger Schneidwerk. Das finde ich eigentlich ganz geil, weil das 10 Meter schöne Arbeitsbreite hat. Also eine schöne Arbeitsbreite von 10 Metern und weil es zusätzlich auch eine Schwartablage hat. So. Dann müssen wir mal schauen. Ich habe noch keine Ladewagen auf der Karte, die wir als Mod einsetzen können. Dann werde ich mir noch ein bisschen was holen, was passt. Schön einen großen Strautmann oder sowas, damit wir auch was schaffen. Gucken wir jetzt einmal, wie wir zur Karte hochkommen, nachdem gespeichert wurde. So, er ist hier fein am Arbeiten. Ja, da kriegen wir nachher das Vorgewende auch locker hin. Das sollte nicht das Problem sein. Dann müssen wir dann eben einmal entsprechend rumfahren. Ich glaube, ich muss nur gleich dem Helfer mal eine andere Richtung geben. Aber das kriegen wir auch hin. So, wir sind jetzt im Moment hier und ich muss irgendwie auf die 148 kommen. Wenn ich das richtig sehe, haben wir eine Möglichkeit, hier reinzufahren, an der 77 vorbei. Das sollte gehen. Ja, da kommen wir rum. Dann müssen wir auf die 85 und auf die 84. Aber wir nehmen erstmal die 148 und mähen die erstmal. Gucken wir, dass wir da einmal erstmal hinkommen. Und dann, glaube ich, müssen wir dem Helfer eine Chance geben, ihn zu unterstützen. Aber bevor ich hier wegfliege, sollte ich vielleicht die Tür zumachen. Eine kleine Reise über die Map. Genießen den Sound ein wenig. Mal gucken, nicht, dass ich jetzt falsch abbiege. Doch, genau. Wir wollen ja hier hoch.
hätte die hintere Ausfahrt nehmen können, aber die ist mit dem Geschleuder hier ein bisschen zu eng. Das ist eine kleine Brücke hier auf der rechten Seite. Da kommt man kaum durch. Das heißt also, das oben wird unsere Hauptausfahrt werden. Schon 30% Mineraldünger bei der Drille verbraucht, das ist viel. Das ist jetzt quasi Premiere. Hoffen wir mal, dass wir da auf jeden Fall mal ankommen. Oh, Brücke. Kurz gucken, wo ich jetzt gelandet bin. Das habe ich mir gedacht. Hätte ich doch andersrum fahren sollen. Das sind doch Feldwege. Wieso kommt man denn da nicht drauf? Wir gucken mal, dass wir hier erstmal krellen. Nein! Ach, verdammt! Jetzt sehe ich das. Das ist ein Fluss. Gut, ich fahre mal eben dahin und dann sehen wir uns gleich wieder. So. Sind wir gleich da. Das war ja was. Ich habe das die ganze Zeit für eine kleine Seitenstraße gehalten. Moment. War das hier eine Einfahrt? Soll das echt eine Einfahrt sein? Wir steigen mal kurz aus. Ja. Könnte man es für eine Einfahrt halten. Wird wahrscheinlich noch eine mehr sein. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall werden wir jetzt hier erstmal rein tüdeln. Das ist mal ein Acker. So, wir müssen auf jeden Fall gucken. Umstellen. Dass wir eine Schwadablage hinbekommen. Und hier durch den Ladewagen quasi reinfahren. Und sammeln. Dann gucken wir mal. Das wird jetzt spannend, weil ich das Feld überhaupt noch nicht kenne. Die erste Runde nehme ich euch jetzt nochmal mit. Hier wäre auch eine Feldeinfahrt gewesen. Gut zu wissen. Aber dann muss man über den Donauhof fahren. Das ist ja dann auch nicht unbedingt optimal. Vom Zaun lade ich jetzt mal ein kleines bisschen ab. Und erstmal so ein bisschen konzentrieren. Ecken nehmen wir rund aus. Da ist genug Material da, dass wir uns das erlauben können. Das ist ja spannend. Das sieht auch cool aus. Da hinten sehen wir die Biowasseranlage. Ups, ich muss lenken.
coole Map. Also wirklich lohnt sich bisher auf jeden Fall. Und dann eben halt auch ein bisschen mit den größeren Geschützen hier auch zu fahren. Lohnt sich auch auf jeden Fall. Das macht Spaß. Den Helfer habe ich jetzt erstmal weiterfahren lassen auf dem Feld, wo wir Raps einsehen mit der Sämaschine. Jetzt muss er weiter ran. Und da gucken wir mal, dass der das einigermaßen schafft. Vorgewende werde ich nachher wieder machen. Ist jetzt hier die Grasfläche dran, das wird runterkriegen und dann muss ich mir in der Aufnahmepause auf jeden Fall erstmal einen schicken Ladewagen ausholen. Hier ist keine Einfahrt. Da stehen überall Zaunfälle. Kommt einiges runter, wenn man sich den Schrank mal anguckt. Das sieht noch was aus. Aber sieht geil aus. Staubt schön. Macht, was es soll. Okay, meine Lieben. Ich würde sagen, vergesst den Daumen nicht, wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat. Bisschen chaotisch wie immer, das ist ganz klar. Abonnieren, kommentieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos hoffentlich wieder. Mal gucken, ob wir da noch eine Weile mehr mähen. Oder wo wir da stehen. Denkt bitte dran, wir werden die Videos nicht unbedingt chronologisch haben. Es kann sein, dass ich im Stream schon weiter bin als in den aktuell laufenden Videos. Guckt da immer gerne mal in die Streams mit rein, wenn ihr mögt, wenn ihr die Zeit habt und findet, um dann halt da entsprechend aufzuholen. Ich werde aber versuchen, jeweils zu Beginn des Videos kurz zusammenzufassen, wo wir stehen, wenn ich sie nicht vergesse. Ich gebe mir da Mühe, aber versprechen kann ich es nicht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich die Westerrade jetzt entwickelt wird. Bis jetzt macht mir das auf jeden Fall, ich sehe nichts, eine Menge Spaß. Ich bin gespannt, wie das dann wird, wenn wir die ersten Tiere versorgen. Auch mit dem Kälberstall. Also, bevor ich noch weiter ins Schwelgen komme, vielen Dank fürs Zuschauen. Passt gut auf euch auf. Bleibt gesund und munter. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Euer Penzo. Tschüss.